for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine Intro-Tierchen heute, Lampropeltis triangulum sinaloe, ne? Auf Deutsch Sinaloe Milchnatter, sagt man, glaubt dazu. Hier diese große hier, das ist so die klassische Färbung, die es so gibt, dieses gebänderte, geringelte. Und die kleine hier, die hat so eine ausgefallene Zeichnung, also ich weiß gar nicht, wie man es, man könnte fast sagen, so das Schwarze ist mehr gestreift statt gebändert, ne? Also finde ich, sieht echt hübsch und interessant aus. Habe ich durch Zufall bekommen, wollte ich euch mal zeigen. Ja, wie gesagt, so eine Sinaloe ist ja eigentlich fast der Klassiker in der Terraristik. Und dann noch mit dieser hübschen neuen Zeichnung wirklich sehenswert, meiner Meinung nach. Unser Thema heute sind diese hübschen Halsbandleguane Crotaphytus collaris. In dem Fall theoretisch Crotaphytus collaris collaris, die sogenannte Nominatform. Die Halsbandleguane sind Wüstenbewohner, kommen aus dem Süden bzw. eher so Südwesten der USA, ne? So diese heißen, trockenen Staaten, New Mexico, Arizona, ich glaube Oregon ist auch doch da in der Nähe, bis in den Norden von Mexiko. Also es ist ein Wüstenbewohner, die wollen es heiß, die wollen es trocken, die wollen es sehr felsig, ne? Das ist so ein ganz markanter Punkt bei den Halsbandleguanen. Die wollen wirklich Biotope, wo es Felsensteiner hat, die sich von der Sonne aufwärmen, wo sie drauf sitzen können. Ne? Also die Felsen, die werden so heiß, da kann man eigentlich nicht einmal die Hand drauf halten. Und die sitzen sich drauf, wärmen sich auf, heben vielleicht irgendwelche, ihr kennt es vielleicht aus dem Fernsehen, aus manchen Filmen, ne, wie manche Echsen hier so wenn die Beine hochheben. Das machen die dann auch, wenn es extrem heiß ist. Ne, dann heben die ein bisschen, also nicht ganz so parallel oder nicht ganz so synchron, wie manche andere Echsenarten das machen. Aber die gucken dann auch, dass sie möglichst geringe Auflagefläche haben. Also ein ganz interessantes Verhalten. Wie gesagt, da kommen sie her. Im Sommer knalle heiß bis 50 Grad. Die Tiere kommen relativ hoch im Gebirge vor, ne? Da laufen die Rocky Mountains lang. Da kommen die drin vor bis auf Höhen von über 2000 Meter. Im Winter wird es da eisekalt, da liegt wahrscheinlich einen halben Meter, Meter hoch Schnee in den Gebieten, wo die kommen, wo die vorkommen. Da machen die dann eine relativ lange Winterruhe. Und genau, das ist so das klassische Halsband-Leguan-Biotop. Die Halsbandleguane haben eine überschaubare Größe, ne? Also das hier in meiner linken Hand ist ein adultes Weibchen. Den, wo ihr vorher schon gesehen habt, ist ein knapp adultes Männchen. Also er ist adult, weil er hat es zumindest geschafft, dieses Weibchen zu bepaaren. Aber die Männchen können noch ein Stückchen größer werden. Also ein bisschen größer wie das Weibchen, könnt ihr es euch vorstellen, wenn der seine fast Maximalgröße erreicht hat, also so mit Schwanz vielleicht so knappe 40 cm kriegen Halsbandleguane. Das ist eine tolle tolle Größe für ein Terrarientier, finde ich. Vom Wesen her, Halsbandleguane sind eigentlich unheimlich zutraulich, das seht ihr schon bei denen, die könnt ihr sogar von Hand füttern, den könnt ihr ein Heimchen hinhalten, fressen die aus der Hand, also sind wirklich tolle, zutrauliche Terrarientiere, fast vom ersten Tag an. Die haben kaum eine Fluchtdistanz, kaum eine Fluchtreaktion. Wenn ihr sie halten wollt, natürlich nur ein Männchen, zwei, drei Weibchen dazu ist praktisch, also ein Pärchen ist nicht optimal, weil das Männchen dann immer auf dem einen Weibchen rumpaart, dann hat das eine Weibchen ziemlich Stress. Also ihr solltet, wenn dann, vielleicht zwei Weibchen nehmen, ein Männchen oder drei Weibchen. Oder ihr könnt auch Männchen allein halten, kein Problem. In der Natur hocken sie auch allein rum. Klar, Paarungszeit, da fangen sie an, nach einem Weibchen zu suchen. Wenn sie eins finden, ist gut, finden sie keins, ist ebenfalls okay. Ich glaube, oder ich bin mir sicher, dass ein Halsbandleguan, der allein gehalten wird, ebenso glücklich ist, wie welche, die paar- oder gruppenweise gehalten werden. Ne?
Ich hole mal Technik, Terrarium und dann zeige ich euch die Haltung von den Tieren. Kommen wir zur Terrarienhaltung. Ich hatte es vorher erwähnt, die Tiere wollen es sehr heiß, sehr hell, hoher UV-Anteil natürlich. Ich wiederhole mich, da ihr könnt es aus anderen Folgen, kennt das eigentlich schon, aber ich muss es natürlich immer wieder sagen. Es gibt zwei Möglichkeiten, das bereitzustellen. Es gibt entweder diese Mischlichtlampen, ne, die gibt es von 75, 80, 100, 125, 160 Watt. Das sind Mischlichtlampen, braucht man kein Vorschaltgerät. Die machen sehr hell, die machen sehr warm, die haben einen guten UV-Anteil. Das ist ein Mittel zur Beleuchtung. Oder ihr nehmt die HID-Lampen. Ne? HID-Lampen braucht man Vorschaltgeräte zu. Lampe, Vorschaltgerät, das ist die teurere Lösung. Von der Lichtausbeute noch etwas höher, vom UV-Anteil vielleicht auch noch minimal besser. Einfach eine größere Investition, aber auch technisch noch die hochwertigere Lampe. Das Ganze, oder wenn ihr hier die Mischlicht habt, macht ihr in so eine Fassung mit Schutzkorb rein, könnt ihr oben aufs Terrarium draufstellen. Ne? Bei den Terrarien, wie jetzt in dem Fall, würde ich das jetzt einfach mehr oder weniger fast mittig oben draufstellen. Von der Wattzahl, die Größe von Terrarium 125 Watt, wenn ihr es oben drauf habt, denke ich, müsste gerade passen, vielleicht sogar 160 Watt. Messt die kälteste Stelle im Terrarium, ne? Messt hier irgendwo rechts und links ganz außen. Da müsst ihr ungefähr 30 Grad haben. Ne? Habt ihr ganz am Rand nur 25 Grad, ist zu wenig, braucht ihr eine stärkere Lampe. Habt ihr hier am Rand 40 Grad, habt ihr es übertrieben, wird es zu heiß. Also der muss sich an der Stelle in Anführungsstrich abkühlen können mit maximal oder knapp unter 30 Grad. Ja? So müsst ihr das von der Energie her dosieren, dass es im Terrarium so ist. Ne? Terrarium selber, ich habe jetzt hier mal so einen 90er hingestellt, für die Jungtieraufzucht sicherlich okay, oder den, wo ihr gerade gesehen habt, der kleinere, der wird sich hier drin noch wohlfühlen. Wenn ihr eine Gruppe halten wollt, oder adulte Tiere habt, würde ich euch 1,20 Meter mal 60 als Minimum empfehlen. Das ist wirklich eine schöne Größe, 1,20 Meter, 60 Höhe vielleicht 40 oder 60 ist eigentlich also relativ egal. Es muss halt so hoch sein, dass die schön klettern können, dass die, das habe ich vorher angesprochen, deswegen auch hier unten drin, die sitzen gern auf irgendwelchen Felsen oder vielleicht auch auf so Holzstücke, so Driftwood, ne? Da sitzen die oben drauf in der prallen Sonne, wo es wirklich 50 Grad hat. Da wollen die sich aufwärmen und haben dann ihre Vorzugstemperatur. Das müsst ihr anbieten können. Ihr könnt natürlich auch eine schöne Rückwand modellieren, wo sie noch ein wenig dran klettern können, mit so Felsimitaten vielleicht oder sowas machen. Auch eine schöne Sache. Deswegen die 40er, 60er Höhe. Weiter hoch würde ich nicht gehen, weil umso höher ihr geht, umso mehr Probleme habt ihr, genug Licht und Energie reinzukriegen. Wenn ihr ein Terrarium mit 80 oder gar einem Meter Höhe habt, dann kommen selbst die 160 Wattstrahler nicht mehr richtig auf den Boden und dann wird es einiges schwieriger. Deswegen übertreibt es nicht mit der Höhe, lieber große Grundfläche, gute Tiefe und dann passt es. Thermometer ist wichtig, Hygrometer kann mit dabei sein, muss nicht immer unbedingt. Die Luftfeuchtigkeit ist in Anführungsstrich relativ egal, ne? Wo die herkommen, ist recht trocken. So wird es in eurem Terrarium auch sein. Ihr sprüht einmal am Tag oder zweimal am Tag, morgens, abends. Dadurch tut ihr den Tau in der Natur nachahmen. Die Halsbandleguane lecken das Wasser auf. Ne? Wenn ihr die Pflanzen oder auch die Felsen ansprüht, werdet ihr sehen, dann gehen die hin, trinken davon. Das ist recht wichtig. Vergesst es nicht, wie gesagt, ein-, zweimal am Tag. Ihr könnt ein bisschen Grünzeug reinmachen, einfach weil es schöner aussieht, ne? So dekomäßig. Bodensubstrat, noch ein ganz wichtiger Punkt. Ihr könnt Sand nehmen. Wir nehmen Holzeinstreu. Ich sage es immer dazu, Holzeinstreu wird es wieder einige geben, die sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur. Wir machen es seit Jahrzehnten so, wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem Holzeinstreu gemacht. Wie gesagt, Sand ist auch eine Möglichkeit. Bei Halsbandleguanen
kann man sogar auf das Bodensubstrat verzichten unter Umständen, dass man wirklich nur einen felsigen Boden macht, also den zum Beispiel so eine Art Estrich reinmacht oder sowas, ne, oder mit so Naturfliesen den Boden macht, kann man auch machen, dann hat man gar kein Bodensubstrat drin. Ihr müsst den Tieren Verstecke anbieten, ne, in der Natur verkriechen die sich in so Felsspalten, Felsritzen, ne, also dass ihr zum Beispiel so zwei Steine aufeinander am besten befestigt. Ihr müsst aufpassen, nicht, dass die Tiere graben, irgendwas weggraben, der Stein fällt runter und die sind beerdigt. Ne? Ganz wichtig, dass ihr da Rücksicht nehmt. Oder ich habe so ein Driftwood reingelegt, da gibt es so ausgehöhltes Driftwood. Da ist schon wie so eine Höhle unten ausgefräst. Da können die sich auch gut verstecken. Vor allem eben dann abends in der Nacht oder so verkriechen die sich da. Und wenn ihr das so macht, dann werdet ihr sicher Spaß und Freude an euren Halsbändern haben. Kommen wir zur Ernährung von den Tieren. Halsbandleguane fressen eigentlich alles, was sie irgendwie bewältigen können. Ne? Vor allem natürlich Insekten, aber in der Natur auch andere Reptilien, wenn es sein muss, fressen wirklich alles. Also sind echt kleine Gangster, kleine Verbrecher, die alles weghauen, was denen über den Weg läuft und was sie irgendwie bezwingen können. Für die Terroristik heißt es, Heimchen grillen, Heuschrecken schaben, ist das Futter der Wahl. Braucht auch nicht zu klein sein. Ne? Man denkt ja oft, ah, das schaffen die gar nicht, ist zu groß. Aber für so einen ausgewachsenen Halsbandleguan können das auch große Heimchen sein, beziehungsweise so subadulte Schaben haut der weg. Also füttert nicht zu klein. Ne? Tastet euch langsam ran, vielleicht immer, wenn größer werdet und wenn ihr merkt, na, das schafft er locker, dann war es genau, oder das schafft er gerade so, dann war es eigentlich genau richtig. Ne? Die dürfen schon wegen um ihr Futter kämpfen. Das Ganze immer gut eingestäubt mit Mineralien, ganz wichtig. Nekton MSA in Verbindung mit REP, beziehungsweise oder Nekton REP Calcium pur in Verbindung mit REP. Ne? Also entweder die zwei zusammen oder die zwei zusammen. Da habt ihr eine perfekte Vitaminisierung. Da stäubt ihr die Futtertiere schön ein. Und dann geht es euren Terrarientieren gut. Ihr könnt auch Grünzeug anbieten. Macht ruhig ein bisschen, macht mal Salat rein, macht ein bisschen Obst rein. Ihr könnt mal Beeren reinmachen. Ne? Auch in der Natur, wenn da Beeren reif sind, werden die ab und zu mal bestimmt auch wegen an die Beeren rangehen. Probiert es mal aus, was sie davon fressen. Könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Ihr solltet jetzt nicht völlig übertreiben mit dem Obst und die nur mit Banane und Erdbeeren füttern. Aber das wird, denke ich, gar nicht passieren. Also probiert es mal ab und zu wegen anbieten, ist bestimmt gesund. Und dann habt ihr eine gute Halsbandleguan-Ernährung. Achso, noch ein wichtiger Punkt natürlich, auch wie oft ihr die füttern müsst. Die Jungtiere könnt ihr 5-6 Tage die Woche füttern. Wie gesagt, ruhig auch 6 Tage, macht einen Fastentag bei Jungtieren. Umso größer die werden, könnt ihr es wegen reduzieren. Adulte Tiere würde ich noch 3-4 Mal die Woche mit Insekten füttern. Irgendwelches Grünzeug könnt ihr natürlich jeden Tag anbieten. Schaut mal, wie gut sie rangehen. Wenn die Weibchen Eier legen, dann verlieren sie natürlich viel Energie. Ne? Dann müsst ihr sie wieder jetzt in Anführungsstrich volle Pulle füttern. Ne? Das heißt dann, die Weibchen, wenn die Eier gelegt haben, dann wieder wirklich 5-6 Mal die Woche mit Insekten füttern, dass die Energie natürlich wieder aufholen, die sie durch die Eierablage verbraucht haben. Kommen wir zur Zucht von den Tieren. Vor der Zucht steht die Geschlechtsbestimmung. Wenn man jetzt so guckt, sagt man, ja, ist ja einfach, der Hübsche ist der Mann. Nicht ganz so hübsch das Mädel. Bei adulten Tieren geht es auch ganz gut. Wenn die aber, oder meistens kauft man sich ja Jungtiere. Bei den Halsbandleguanen kann man zum Glück die Geschlechter relativ gut bestimmen. Und zwar bei den Weibchen, wenn ihr mal hier schaut, bei diesem Weibchen kann man es gut sehen. Die haben rechts und links von der Kloake, also hier vor meinem Fingernagel, wenn er mal schaut, ist so ein schwarzer Punkt, ne? Erkennt man so eine schwarze Zeichnung, Färbung. Ne? Die haben sie an beiden Seiten. Andere Seite, hier sieht man es auch ganz gut. Hier über meinem Finger, dieser schwarze Punkt, den haben nur die Weibchen. Ne?
Also das ist wirklich ein super Erkennungsmerkmal, beziehungsweise man kann auch die Gegenprobe sozusagen machen. Jetzt zeige ich euch, ich halte euch mal das Männchen hin. Zum einen eben kein schwarzer Punkt hier zu sehen, weder rechts noch links ist irgendwie ein schwarzer Punkt. Und was aber auch noch gut bei den Männchen zu erkennen ist, so Kloake abwärts, also jetzt genau über meinem Fingernagel, irgendwie ist da gerade ein Schatten wegen drauf vom Licht hier blöderweise. Moment, ich zeige es euch noch ganz genau. Vor meinem Fingernagel haben die Männchen vergrößerte Postanalschuppen, ne? Also Kloake abwärts, zwei so Schuppen oder vier, je nachdem, sind hier hinten dran, die vergrößert sind. Ne? Die Weibchen haben da auch so eine kleine Schuppenreihe, aber die sind alle gleich groß und die Männchen haben hier zwei vergrößerte Schuppen. Ja? Also da könnt ihr selbst bei Jungtieren, eigentlich sogar fast bei Babys, kann man das schon gucken, zur Not mit der Lupe kann man da schauen. Und könnt so nach Männchen, Weibchen gucken. Ne? Bei beiden Geschlechtern habt ihr diese Merkmale, könnt ihr vergleichen und könnt dann eigentlich schon fast, wie gesagt, bei den Babys oder Jungtieren euch die passenden Geschlechter raussuchen. Ne? Zur Zucht generell, die Stimulation erfolgt durch die Winterruhe. Ne? Die Halsbandleguane machen eine relativ lange Winterruhe. Das heißt, ihr habt die 2, 3 bis sogar 4 Monate, tut ihr die wirklich richtig einwintern. Anders wie jetzt bei Bardagamen. Bardagamen, sagt man mal, so knappe Zimmertemperatur reicht. Die Halsbandleguane müsst ihr deutlich kühler überwintern, so bei um die 10 Grad. Also das geht schon so in die Richtung europäische Landschildkröten. Oder mehr, ich habe es ja am Anfang gesagt gehabt, da wo die herkommen, Rocky Mountains zum Beispiel, da liegt im Winter wirklich meterhoch Schnee über den Tieren. Also müsst ihr die auch entsprechend kühl überwintern. Ne? Macht ihr zum Beispiel in den Kühlschrank, nehmt ihr eine kleine Kunststoffbox, jeweils ein Tier rein, in den Kühlschrank, ins Gemüsefach, ne? Nicht ganz normal in den Kühlschrank, sondern ins Gemüsefach, das hat so runde 10 oder knappe 10 Grad, müsst ihr mit denen eine Winterruhe machen. Dann, wenn ihr die aus der Winterruhe rausholt, aufwärmt, dann fangen die das Paaren an. Die Weibchen legen Eier, so ein Gelege zwischen 5 und 10 Eier, kann man ungefähr sagen. Hier das ist das Weibchen, genau, zwischen 5 und 10 Eiern. Man erkennt es recht gut, wenn die trächtig sind, dann werden diese Punkte hier, sieht man jetzt schon ein bisschen, die leuchten dann knalleorange. Das ist so das Zeichen, ich weiß, in der Natur wahrscheinlich heißt es dann für die Männchen, ihr dürft, ihr sollt nicht mehr paaren, ich bin trächtig oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall leuchten die dann richtig grell orange. Sie werden dick, wie gesagt, legen 5 bis 10 Eier ab. Das Ganze machen sie 2, 3 Mal in der Saison. Also von dem her sind es eigentlich auch relativ produktive Echsen. Und die Eier handelsüblich in Inkubator, 30 Grad, schlüpfen da hübsche kleine Halsbandleguane bei euch. Ne? Also ist wirklich ein Terrarientier, was sich wirklich gut und toll vermehren lässt. Und von dem her kann ich euch auch die Zucht, wie soll ich sagen, wärmstens ans Herz legen. Oder ist wirklich eine tolle Sache, wo ihr bestimmt auch Spaß und Freude dran habt. Noch kurz zu den Farben von den Wichita Mountains. Da gibt es nicht irgendwas wie eine Farbzucht oder sowas. Aber die Tiere an sich haben schon oder sind schon recht variabel in der Färbung. Ne? Das hat sicherlich mit den Verbreitungsgebieten natürlich zu tun, vielleicht auch mit den Unterarten. Ich habe vorher schon gesagt, Crotaphytus collaris. Collaris ist eigentlich der in der Terraristik am meist vertretene, beziehungsweise da wird es auch Hybriden wahrscheinlich geben zwischen den verschiedenen Unterarten. Was auch unheimlich hübsch ist, was ich hier in der Hand habe, sind die Wichita Mountains heißen die. Das ist so Verbreitungsgebiet oder man sagt auch die gelbköpfigen Halsbandleguane. Wenn die groß sind, kriegen die einen richtig schön hübsch gelben Kopf. Witzigerweise als Baby sieht man das schon recht gut. Ne? Hier in meiner linken Hand seht ihr ein Baby. Da, wenn die schlüpfen, haben die schon tolle Farben. Das hier ist so ein halbwüchsiges Tier, da verblasst diese hübsche Färbung für einige Zeit und wenn sie adult sind, kriegen sie wieder diese
ganz intensive, also die Männchen, Blau-Türkis-Färbung, einen gelben Kopf dazu, ist wirklich unheimlich hübsche und auch in der Terroristik sehr beliebte Verbreitungsvariante. Ne? Deswegen wollte ich euch die auch zum Abschluss mal noch zeigen hier. Wie immer am Schluss der Verweis auf gute Literatur. Halsband-Leguane vom Robert Schumacher. Das ist wirklich der Klassiker von den Halsband-Leguan-Büchern. Gibt es schon lange das Buch, hat aber deswegen nichts an Aktualität verloren. Wirklich ein tolles Buch, kann ich euch empfehlen. Und auch das Halsband-Leguane hier Art für Art von Jürgen Lippert, auch ein gutes Buch. Also wenn ihr euch Halsband-Leguane anschaffen wollt, holt euch eins der beiden Bücher davor, lest sie durch. Wirklich macht Spaß zum Lesen und ist sicher sinnvoll. Und zusammen mit dieser Reptil-TV-Folge habt ihr dann sicher so weit ein Wissen aufgebaut, dass ihr die Tiere gut und gesund pflegen könnt. Wenn euch Reptil-TV gefällt oder wenn euch Reptil-TV hilft, freue ich mich. Das ist meine Intention, deswegen mache ich diese kostenlose Filme. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr so lieb seid und im Gegenzug mich bzw. uns etwas unterstützt. Zum einen, wenn ihr Terraristik-Produkte braucht, freue ich mich, wenn ihr sie bei uns bei M&S Reptilien kauft. Abonniert bitte den Channel, das hilft uns auf jeden Fall weiter. Macht die Glocke an, dann tut es immer aufpoppen, wenn ein neuer Film kommt. Und dann haben wir euch noch ein zufälliges Video und das letzte Video, wenn ihr noch mehr von Reptil TV sehen wollt.